Sonne scheint, als hätte sie Van Gogh gemalt. Und auf dem Asphalt steht die Luft. Die Blumen blühen, als würden sie dafür bezahlt. Doch das lässt mich so kalt wie ihr Duft. Zu viele Frauen, zu viel Geld, viel zu viel, was mir auch viel zu gut gefällt. Mein Leben ist die Hölle, ich fühle mich so leer. Immer laut, immer bunt, ist auf die Dauer nicht gesund. Mein Leben ist die Hölle, ich kann nicht mehr, ich brauch kein Haus aus purem Gold. Hallo Leute, 16 Uhr, seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst und die agnostische Vertreterin predigen das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben heute eigentlich zwei Gäste. Die zweite, Marlene Tschitschinger von der Linken, ist noch nicht da, kommt aber hoffentlich noch. Und aber Ute Belladonna, Künstlerin, ist schon da. Hallo Ute. Ja, hallo. Und Ute hat uns einiges heute mitgebracht. Also unter anderem könnt ihr jetzt leider natürlich im Radio nicht sehen. Ute macht die bunten Schirme, wie sie auf Demos verwendet werden, sage ich jetzt mal. Sie sagt uns da gleich noch Näheres zu und wir kommen aber im Laufe der Sendung nochmal drauf. Ihr könnt euch das natürlich auch im Netz angucken, aber das wollen wir gleich alles genau besprechen. Ich gebe jetzt erstmal zu Micha, der euch eine Musik macht, euch begrüßt. Micha. Ja, genau. Der Rolf ist auch gerade angekommen. Der macht immer noch kurz vor der Sendung einen Kiezspaziergang. Ich hoffe, Rolf war okay heute gewesen, er zieht den Daumen hoch, Mikro kriegt er denn nach der oder bei der nächsten Musik eben. Und ich mache mal gleich unsere Standardansage. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Der Predigt kann nicht nur weltweit live auf rockradio.de, sondern auch öffentlich in der sozialen Kellerbar des Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg gehuldigt werden. Und damit kein BGE-Jünger umsonst erscheint, ist an diesem Tage die soziale Kellerbar von 15 bis ca. 19 Uhr geöffnet. Der Altarwein kann zum göttlichen Vereinspreis erworben werden. Gepriesen sei das BGE. Hostien und Chips sind aber bitte selber mitzubringen und alle örtlichen abtrünnigen BGE-Jünger können ihre BGE-Beichte außerdem gerne über den Chat von rockradio.de ablegen. 1, 2, 3, 4. Seine feine Heiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt hört ihr auch mein laues Stimmchen hier nach so einer Führung nicht mehr ganz so frisch. Hier steht War is Over auf diesem einen Schirm, den ich sehr spannend finde, Juliane. Genau, das ist auch ein Werk von unserem heutigen Gast, Ute Belladonna. Die Schirme kann man sich im Netz angucken. Aber wir wollen jetzt erstmal wissen, wie kam es dazu? Was hat es mit diesen Schirmen auf sich? Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich jetzt am besten anfange. Ich glaube, mit dem ersten Schirm, den ich gemacht habe, da stand drauf Yes We Camp. Und der ist entstanden nach der Zelträumung auf dem Alexanderplatz. Wann war das? Das war im Sommer 2011, im Juli 2011. Und da wurden ja dann Zelte verboten als Protestmittel. Wir haben die ja als Protestmittel genutzt, ne? Und die wurden verboten von der Polizei. Und warum, kannst du das nochmal für die Leute kurz erzählen, die es nicht mitbekommen haben? Okay, also es hat mit der Acampada-Bewegung zu tun. Wir haben das von Spanien übernommen. Es wurden ja Plätze besetzt in Spanien und jedenfalls haben wir da angeknüpft, die Bewegung Echte Demokratie Jetzt, Acampada. Und also ich habe da mitgemacht, mir geht es darum, was zu verändern. Also ich glaube, dass ich was verändern kann und dass ich was mit Kunst verändern kann. Und deshalb mache ich auch Kunst. Mhm. Ja, und jedenfalls habe ich gedacht, dann nehme ich statt Zelt eben einen Regenschirm, ist so ähnlich.
und bin also mit dem sozusagen wie Schirm, überlisten, ne? Ja, genau, mit dem Schirm über dem Alexanderplatz gelaufen, durfte den nicht auf den Alex stellen, war Androhung einer Strafanzeige und so. Ach, ging die Schirme das auch nicht? Nein. Also nicht nur die Zelte nicht, ja, sondern die Schirme auch nicht? Ah, ja, okay. Da muss ich nochmal nachfragen, ja, das ist doch auch ein Slogan von John Lennon, Yoko Ono gewesen in den 70er Jahren, als sie sich gegen den Vietnamkrieg aufgelehnt haben. Ja? Mhm. Und das wurde verboten auf dem Alexanderplatz? Der erste Schirm auf dem Alex, da stand nicht War's Over drauf, sondern Yes, We Camp. Ah, okay. Ja, also der da verboten wurde. Ja, und die Aktion für die Flüchtlinge, das ging los am 4. April, am 4. April 2012. Und da ist der erste Schirm, oder da sind die Schirme da sozusagen zum Einsatz gekommen? Die Schirme für die Flüchtlinge zum Einsatz gekommen. Und der Anlass war der erste Tote in Würzburg, da hat sich ein Flüchtling das Leben genommen. Aus Verzweiflung über die Asylpolitik, über sein Leben, hat er sich da sein Leben genommen, ja. Und da bin ich mit Saskia Koch auf die Straße gegangen vom Neptunbrunnen, also der Platz zwischen Neptunbrunnen und Roten Rathaus. Und wir haben gesagt, jetzt die Menschen bringen sich um. Einen Tag später hat sich übrigens noch in Griechenland ein Rentner umgebracht, weil er nicht genug Geld zum Leben hatte, in den Kopf geschossen vor dem griechischen Parlament. Und haben wir gesagt, jetzt reicht's. Die Menschen bringen sich um aus Protest und Selbstmord aus Protest und jetzt machen wir Menschenrettungsschirme. Es gibt Bankenrettungsschirme und die Banken brauchen keine Rettungsschirme, die Menschen brauchen Rettungsschirme. Hm. Das war der Grund. Und also so sind die Schirme entstanden? Ja, da haben wir angefangen, Schirme zu bemalen und haben die Touristen, die Menschen, die vorbeigekommen sind, dazu aufgefordert, mitzumachen, da ihren eigenen Menschenrettungsschirm zu gestalten. Also das heißt, ihr habt das dann gemeinsam gemacht, das war dann so eine gemeinsame Aktion? Gemeinsame Aktion unter Aktivisten. Ich habe Saskia auf dem Alexanderplatz kennengelernt, die war dann treibender Motor bei den Akampada-Leuten oder echte Demokratie jetzt, wie du es auch nennen willst, die Leute, die was verändern wollen. Wie sieht es im Moment aus? Wir haben ja im Moment wieder genau das Thema Flüchtlinge in Berlin. Also überhaupt auch vor Lampedusa, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber auch in Berlin. Du hast mir vorhin erzählt, da lief jetzt gestern auch wieder eine Aktion. Kannst du da kurz drüber erzählen? Ja, also diese Schirme, die ich ja Menschenrettungsschirme nenne, wie gesagt, die haben ja den Flüchtlingen wirklich schon geholfen. Also im vorigen Jahr gab es ja schon mal so einen Hungerstreik vom Brandenburger Tor der Flüchtlinge und jetzt in diesem Jahr wieder, jetzt seit 9. Oktober sind ja die Flüchtlinge wieder vom Brandenburger Tor und im Hungerstreik und ich habe da ein Déjà-vu, ne? Es geht alles wieder von vorne los mit den Schirmen, ich bringe Schirme hin, es regnet, die Zelte werden nicht erlaubt. Wir haben wieder genau dieselbe. Genau dieselbe Situation und ja. Also du musst wieder mit deinen Schirmen sozusagen den Leuten zur Hilfe kommen. Du musst wieder mit deinen Rettungsschirmen kommen. Ja, ich meine, es gibt auch noch andere, die da Schirme hinbringen. Bei mir ist halt, ich bemal die Schirme mit Botschaften, die Flüchtlinge unterstützen sollen. Also ich möchte ihnen zeigen, wir sind solidarisch mit euch. Und ja, dass die Touristen, die jetzt da vorbeikommen, die sagen dann, guckt mal, die Müllsäcke, die verschandeln uns den schönen Platz hier vom Brandenburger Tor. Und wenn da Schirme stehen mit dementsprechenden Botschaften drauf, sieht es auch anders aus. Und sie haben ein schönes Fotomotiv, was jetzt nicht mehr im Vordergrund steht. Ja, der Vordergrund steht, dass sie wirklich vor Nässe geschützt werden. Hat die letzten Nächte wirklich so schlimm geregnet. Und deswegen ist mir jetzt auch ganz wichtig, ich würde das am liebsten gleich jetzt noch mit dranhängen, weil mir das wirklich am wichtigsten ist, zu sagen, was dort gebraucht wird. Da werden Schirme gebraucht, möglichst große Regenschirme, die wirklich vor Regen schützen. Und es wird trockene Kleidung gebraucht, wasserfeste Kleidung, am besten Skihosen, sowas in der Art. Und die Sachen, die die Flüchtlinge jetzt da anhaben, die sind alle nass. Wer da hinkommen kann
und die mitnehmen kann und trocknen kann und wieder zurückbringt, das wäre ganz wichtig. Vor allem was Neues mitbringt zum Wechseln. Und vielleicht manche haben ja auch einen Trockner zu Hause oder über die Heizung hängen und wieder zurückbringen. Die Klamotten sind einfach nass. Und Zelte sind nach wie vor verboten. Zelte sind verboten. Und eigentlich sind auch Schlafsäcke verboten. Das wollte ich gerade fragen, wenn man Planen oder Schlafsäcke bringt. Aber ich glaube, die Polizei ist diesmal nicht so, bis jetzt gehen die nicht so hart vor, weil wegen diesem Lichtspektakel dort, wegen diesem Lichterfestival, da sind sehr viele Touristen und sehr viele Menschen auf der Straße, die stehen daneben, gucken zwar nicht auf die Flüchtlinge, sondern es ist ziemlich pervers. Die machen da halt nur die Fotos von den Schickimicki-Lichtern dort dann. Aber die sind eben da und es wäre wahrscheinlich ein bisschen peinlich, wenn man die Flüchtlinge dann da so, wenn man ihnen ja das Letzte und dann Arsch weg. Also mal, du sagst, wir können das nutzen, sozusagen, wir hier in Berlin den Leuten zu helfen. Hm. Ja. Okay. Wollen wir erstmal eine Musik machen, Micha? Ja, ich mache eine Musik. Ich hatte aber nochmal eine Frage. Wo genau kann man, werden die Sachen gebraucht? Kannst du das nochmal sagen? Ja, also die Sachen, wer jetzt da was hinzubringen hat, wer da was übrig hat, und ich glaube, da gibt es bestimmt viel Leute, die da was übrig haben, direkt zum Pariser Platz bringen vom Brandenburger Tor. Also dort, direkt da, wo der U-Bahnhof Brandenburger Tor ist. War da nicht schon mal vor ein paar Monaten genau dieselbe Situation, auch dass Flüchtlinge genau an der Stelle genau sozusagen. Genau dieselbe Situation. Und dass doch ihnen dann auch Schlafsäcke wirklich und alles ja dann nachher entzogen wurde, sozusagen. Auch ein Versprechen, glaube ich, gab, Gespräche zu führen, die dann nicht geführt wurden und so weiter. Ja, es gab Gespräche und da wurde dann, da kam dann dabei raus, dass man ein gutes Wort für sie einlegen würde und dass sie einen Kältebus bekommen. Aber dieser Kältebus ist ja nicht der Grund, dass sie da im Hungerstreik sind. Sie sind ja nicht im Hungerstreik, damit sie einen Kältebus bekommen, sondern das geht ja um mehr. Ja? Und gut, dass du das ansprichst, weil ich es beinahe vergessen hätte. Es gab im vorigen Jahr vom Verwaltungsgericht ein Urteil, was wortwörtlich aussagt, Flüchtlinge dürfen Sitzkissen benutzen. Also, Leute, bringt da Sitzkissen hin. Alles klar. Wir reden gleich weiter. Wir machen erstmal eine Musik. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen heute wieder aus der Abbaubar, aus der Sozialbar im Zentrum Danziger 50. Und nun ist mittlerweile auch der zweite Gast eingetroffen. Genau. Unser zweiter Gast, das ist Marlene Tschitschinger und zwar Bezirksverordnete Charlottenburg-Wilmersdorf und Bundessprecherin Die Linke Queer. Und wir haben heute aus aktuellem Anlass unser Thema etwas geändert. Eigentlich wollten wir übers Wählen bzw. übers Nichtwählen sprechen. Nur haben wir uns gesagt, aufgrund der Flüchtlingsproblematik oder des Flüchtlingsunglücks, des zweiten, jetzt schon innerhalb von 2 Wochen vor Lampedusa, möchten wir gern über das Thema sprechen. Weil wenn man so auf den Online-Medien, Mainstream-Medien, die Kommentare liest, so nach dem Motto, wir können uns die Flüchtlinge nicht leisten, wir haben selber nicht genug Geld und so weiter und so fort, würden wir ganz gerne heute mal klarstellen, dass das Flüchtlingsproblem von uns hausgemacht ist. Und da hören wir jetzt mal die Politikerin zu. Dankeschön. Ja, ich finde das sehr wichtig, dass das Thema zur Sprache kommt. Es kommt zu selten zur Sprache. Und wenn, dann kommt es eben, wie du schon gesagt hast, auf eine Art und Weise zur Sprache, die nicht angemessen ist. Hm. Und es ist vereinzelt, auch im Wahlkampf wurden wir da auch schon mal angesprochen und es war zum Teil schockierend, was für eine Haltung auch sehr junge Leute dazu hatten. Also eben die Haltung, wir können uns die nicht leisten. Ne? Ganz genau. Und das, wir hatten ja auch anders, wir hatten ja im Bezirk auch vor, was ist das, ein halbes Jahr ist das ungefähr her, da ging es darum, dass ein Erstaufnahmeheim bei uns im Bezirk eingerichtet werden sollte. Und umgehend, als sich das ansatzweise herumsprach, gab es bereits Unterschriftenlisten dagegen, die in irgendwelchen Cafés auslagen und in irgendeinem Getränkeladen in der Gegend. Und
und das war sehr unschön. Und also Flugblätter wurden verteilt genau bei uns im Westend. Und da haben sich zum Glück aber gleich auch ein paar Anwohnerinnen und Anwohner dagegen ausgesprochen, sind dann auch, ist auch eine bei uns vorbeigekommen, hat gesagt, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt überall Zettel aushängen und so? Habe ich gesagt, ja, warte mal, da sprechen wir mal zusammen und um Gottes Willen, häng jetzt nichts mit deiner Adresse aus. Und das haben wir auch gemacht und dann haben wir überlegt, ja, was können wir am besten machen? Haben dann alle irgendwie ansprechbaren gesellschaftlichen Akteure in der Gegend angesprochen, also angefangen vom Jesuitenflüchtlingsdienst, der da unweit seinen Sitz hat, über Parteien, über Vereine, alles Mögliche, weil das konnte man nicht so stehen lassen. Dann haben wir gemeinsam auch sofort ein Flugblatt, ein informierendes auch gemacht und verteilt dort in der Gegend weitflächig, haben die Leute in dem Café angesprochen, dass das ja so nicht geht. Und auch in dem Getränkeladen, die haben dann sofort eingelenkt. Bei dem Café mussten wir noch ein bisschen im Internet nachhelfen. Bis es dann zu einer Informationsveranstaltung kam, einer öffentlichen, waren schon genug Leute mit an Bord sozusagen, die dann auch sich entsprechend geäußert haben, dass eben nicht so eine Situation entstanden ist wie in Hellersdorf, wo dann wirklich das Feld einfach mal so konkret dort ja auch der NPD und anderen Rechten überlassen worden ist. Das war bei uns nicht so und da ist auch die Stimmung, die da vorher geherrscht hat, zum Teil bei wirklich uninformierten Leuten, die wahrscheinlich zu oft jetzt entsprechende Sendungen gucken oder die entsprechenden Medien, die du auch erwähnt hast, lesen. Und da ist auch die Stimmung gekippt und das ist mittlerweile eine ganz andere Situation. Und darüber waren wir sehr froh. Und als da auch die NPD bei ihrer Rundreise, die haben da ja mal auch so eine Tour durch die Stadt gemacht, auch vor ein paar Monaten. Und da haben wir erst am Abend vorher erfahren, dass die auch ins Westend kommen wollten. Ursprünglich war Spandau vorgesehen. Und wirklich über Nacht haben sich 300 Leute zur Gegendemonstration gefunden. Und das fand ich sehr schön. Das hat mich doch sehr beruhigt, dass das bei uns zumindest nicht ganz so extrem ist. Gleichwohl, in Diskussionen ist es genau, darauf immer noch will ich schwierig, zurück. Was sagt man den Leuten, weil ich lese das im Moment, die leben hier auf Kosten, auf unsere Kosten, die leben hier von meinen Steuergeldern. Also ich denke mir, man muss den Leuten einfach erklären, dieses Problem der Flüchtlinge, das ist von uns gemacht. Wir liefern Waffen runter. Also es ist so ein schöner Spruch, wer Krieg sät, der erntet Flüchtlinge. Wir liefern Waffen runter, wir wollen die Rohstoffe haben. Also wir hungern die Leute da unten aus. Und wenn sie kommen, was natürlich, ich meine, was erwarten wir? Dass sie dann brav sterben, wenn sie nichts mehr haben. Also ich sage das jetzt mal ganz drastisch, ne? Und ich glaube aber, es ist den Leuten nicht so ganz bewusst, was wir in diesen Ländern machen. Also dass du das einfach vielleicht mal nicht im Politiker-Sprech, sondern damit es jeder nachvollziehen kann, erklärt. Ja, du hast ja schon viel gesagt und das war ja, glaube ich, jetzt auch nicht gerade Politiker-Sprech. da gibt es mehrere Dinge. Also zum einen, du hast erwähnt, die Kriege, die Waffen und Deutschland ist Exporteuropameister beim Waffenhandel so und da geht es auch meistens gar nicht mal groß um die Panzer, davon hört man ja noch ungefähr. Das Schlimmste und was eigentlich die Massenvernichtungswaffen sind, was auch die meisten Waffen sind, die benutzt werden, sind Handfeuerwaffen. Die wir dahin liefern in diese Gegenden. Genau, natürlich, die auch aus Deutschland kommen und die dort dann leider fleißig benutzt werden auch. Gleichzeitig wandert da viel Geld, was eigentlich vor Ort gebraucht werden würde, zurück nach Deutschland. Wie insgesamt auch eigentlich gesagt werden kann, dass viel mehr Geld jetzt zum Beispiel aus Afrika, weil das ja meistens in der Diskussion ist, aber es gilt auch für andere Gegenden, dass viel mehr Geld aus den Gegenden zu uns kommt, als wir überhaupt mit dieser spärlichen Entwicklungshilfe oder wie man es nennt, da überhaupt hingeben. Kannst du das mal erklären? Vieles wird zum Beispiel, was hier als Hilfe verkauft wird, was ja auch unter dem Stichwort Griechenlandhilfe oder eben auch andere Hilfe, was verkauft wird, sind Kredite. Das ist gar nicht was Geschenktes. Da wird Geld geliehen und dann werden Zinsen verlangt. Auf Deutsch, da wird hier noch verdient mit. Und auch bei, also es hat sich schon viel gebessert, aber bei dem ein oder anderen Entwicklungshilfeprojekt, was in den Ländern des Nordens da initiiert worden ist,
war das nicht unbedingt immer so bis zum Ende durchdacht und hat dann den Leuten vor Ort nicht allzu viel gebracht, sondern die unter Umständen abhängig gemacht von hier. Also es geht gar nicht darum, dass wir da irgendwie die Big Spender sind, sondern wir profitieren eigentlich von dem, was wir da unten haben. Zum Beispiel. Und wir geben auch eine Frage. Ich hatte, ja, eine Frage. Ja, das konnte ich ja nicht sehen. Mama. Ja, nee, ich, bitte. Wolltest du? Bitte. Gut. Hast du eine Frage dazu? Oder, ja. Ja, dann stell sie mal eben. Naja, ich denke, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Afrika mit einer Größe wie der Mond von der Fläche her von uns Europäern seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden eigentlich ausgebeutet wird, ausgeplündert wird und wir schon seit Jahrhunderten auf deren Kosten leben. Und das, denke ich, wissen viele einfach nicht oder geht in deren Köpfe nicht rein. Ist das so? Ist das so, Marlene? Ja, wer ein Geschichtsbuch daheim hat oder da mal nachgeguckt hat, natürlich. Also die Kolonialgeschichte ist eine ganz furchtbare Geschichte, die zu viel Unglück, Mord und Tod, gerade auch in Afrika, aber auch in anderen Ländern geführt hat. Und Deutschland war da zwar nicht in der Hauptsache beteiligt, aber in den Ecken, wo Deutschland beteiligt war, sind auch viele schlimme Sachen gelaufen und es ist nicht umsonst, dass aus Namibia immer wieder Initiativen kommen, dass Deutschland da doch bitte nochmal ein bisschen Entschädigung zahlen sollte für Völkermord und Ähnliches. Mhm. Und das wird gerne vergessen, darüber wird wenig gesprochen. Aber es sind nicht nur die Dinge aus der Vergangenheit, auch ganz konkret, was heute läuft, jetzt abgesehen von den Waffenexporten, abgesehen von den Dumpingpreisen, zu denen gewisse Rohstoffe auch hierher gebracht werden und wo davon profitiert wird, dass die Arbeitsbedingungen dort katastrophal sind, ganz schlimm. Und das wird gerne vergessen, dass zum Beispiel auch, und dafür wird ja viel Geld ausgegeben und gerne in jedem Elektronikteil Rohstoffe auch aus Afrika, oft aus Bürgerkriegsgebieten, wo schon der Waffenhandel blüht, aber auch noch zusätzlich die Leute unter unglaublichen Arbeitsbedingungen dann die Rohstoffe für Komponenten, die in Handys, in Stereoanlagen, in Computern und anderswo drin sind. Kinder ja auch teilweise. Kinder natürlich auch da aus dem Boden holen. Und eine weitere Sache ist, im Bereich der Landwirtschaft zum Beispiel die EU-Agrarpolitik auch. Dazu also, noch mal. Ja, zum Beispiel Exportsubventionen, wo ein Beispiel Teile von Geflügel, die hier nicht so gut verkäuflich sind, weil hier die meisten Leute möchten ja nur das Brustfilet haben, also Beine, Flügel, was auch immer, werden da exportiert zum Beispiel. Und das wird so subventioniert und gestützt, damit unsere Bauern da auch keinen Nachteil haben, beziehungsweise die Agrarindustrie auch, muss man immer dazu sagen, weil unter Bauer stellt man sich immer den Bauern mit seiner Frau, 5 Hühnern und 3 Kühen vor, so ist es ja heutzutage nicht mehr. Das wird dann exportiert und zu Preisen verkauft, in denen dort vor Ort gar nichts hergestellt werden kann. Weil es gibt ja durchaus auch in beispielsweise Kamerun, gibt es doch auch Bauern. Und zwar eben dann wirklich Bauern, nicht Agrarfabriken. Und wenn da der Bauer mit seinem Huhn auf den Markt kommt, dann kann der das kaum verkaufen, weil er gegen diese Preise, für die dann diese Teile, die subventioniert worden sind, verkauft worden sind, da kann er nicht dagegen angehen. Und die Leute vor Ort kaufen dann meistens das billigere Zeug, was da kommt, anstatt das frische Huhn von 2 Kilometer weiter. Was man ihnen nicht verdenken kann, weil sie natürlich auch aufs Geld gucken müssen. Ja, selbstverständlich. Und da sind noch viele andere Dinge, zum Beispiel die Fischereipolitik auch, also wo die Fischer vor Ort, gerade an der Westküste Afrikas, gar nicht mehr Fische fangen können, weil da kurz vorher schon die großen Trawler ihnen die vor der Nase weggefischt haben. Dann gibt es noch die Sache mit den Altkleidern, die die Textilindustrie vor Ort zu großen Teilen in vielen Ländern, mit Ausnahmen, aber in vielen Ländern ruiniert haben. Und wovon sollen die Leute leben vor Ort? Was sollen die machen? Und also du hast ja schon gesagt, sollen sie warten, bis sie verhungern? Ja, natürlich nicht. Darf man auch nicht vergessen, vor 100, vor 200 Jahren haben das Leute bei uns auch nicht gemacht. Als da
auch durch Kriege oder durch Missernten das Essen knapp war, sind Leute auch ausgewandert. Ja, natürlich. Da gibt es viele Geschichten nach Australien, in die USA, ja, nach Kanada, wohin auch immer. Genau. Die haben ja auch nicht gewartet, bis jetzt alle verhungert sind. Und gerade die, die meiste Verantwortung haben, auch ihren Kindern gegenüber, die sagen am ehesten, gut, einer in der Familie muss. Und da wird gesammelt, gespart, dass die eine Person sich dann auf den Weg nach Europa machen kann. Und das sind oft Leute, die eine Ausbildung haben, die studiert haben. Und die hier behandelt werden, als wären sie Bittsteller und irgendwelche Leute, die man ja ach nicht brauchen kann. Das sind ja nur Bettler, mehr oder weniger, aber das ist so nicht. Und das ist eine Frechheit geradezu, das zu behaupten. Und vor allem das so an die Bevölkerung, also nicht so zu kommunizieren, wie du das gerade jetzt dargestellt hast, weil das wird ja so nicht gesagt. Ne? Also es ist ja, wenn Aufklärungskampagnen in Anführungsstrichen laufen in der Zeitung, dann heißt es ja immer, wir müssen menschlich sein, wir müssen die aufnehmen. Also da wird ja immer irgendwie in eine völlig falsche Fährte gelenkt, so nach dem Motto, wir sind so gnädig. Aber dass es ja von uns wirklich auch hausgemacht ist, das wird ja so gar nicht gesagt. Yeah. Und weil du auch gerade sagtest, da wollte ich auch noch mal drauf kommen, wir behandeln die, wir können die nicht brauchen. Also ich habe gelesen, wir haben einen riesigen Schattenarbeitsmarkt, wo Leute aus den Ländern in der Altenpflege verheizt werden als Haushaltshilfen, weil wir das nicht bezahlen wollen. Unsere Pflegeversicherung gibt das nicht her. Da werden Leute aus den Ländern für, ich weiß nicht, 2 Euro Stundenlohn oder so, werden da schwarz irgendwie, da ist aber nicht mit Schwarzarbeit, sondern diese Schwarzarbeit ist von der Regierung geduldet, ne? Weil wir es ansonsten gar nicht leisten können. Also die werden hier schon gebraucht, die sollen nur nicht bezahlt werden. Ne? Ja, natürlich, das ist ein großes Problem. Und da muss sich grundlegend auch was ändern. Und eben die Kommunikation, die ist wirklich da sehr schlecht. Und da kann ich auch nur alle Leute bitten, sich selber da auch zu informieren. Ja. Weil natürlich kann man sich auch informieren und nicht das glauben, was dieser sogenannte Herr Innenminister von sich gibt oder was in so manchen Zeitungen oder in manchen anderen Medien da verbreitet wird, auch über Osteuropa. Also da sind zum Teil Legenden, muss man es ja nennen, im Umlauf, die die nur dazu führen, dass Leute desinformiert sind und entsprechend sich dann auch schlecht verhalten und nicht verstehen, um was es überhaupt geht und dann eben Ansichten bekommen, weil es ist manchmal auch so, das habe ich da auch im Westend erlebt, es gibt Leute, das sind wirklich durchaus eigentlich nette, freundliche Menschen, aber die haben ihre Informationen aus fragwürdigen Quellen, sage ich mal, erhalten und glauben das dann tatsächlich und wenn man mit ihnen redet und wenn man ins Gespräch kommt und wenn man dann Kontakte herstellt, also das haben wir auch da versucht, da auch über Sommerfest und anderes, wenn da wirklich Kontakte bestehen und sie ein bisschen besser informiert sind, dann sprechen sie ganz anders und dann sagen sie auch, ja stimmt, das ist ja so und ich hätte es wahrscheinlich ja auch nicht anders gemacht und da muss man tatsächlich auch eine andere Haltung beziehen und das anders sehen, so wie es tatsächlich ist. Aber das ist, glaube ich, auch gewollt, ne? Dass die Information so rüberkommt. Also denn die Leute sollen ja von unseren Problemen hier, von unseren eigentlichen abgelenkt werden und sollen vor allem das Problem auf diese Art und Weise lösen. Wir wollen euch nicht und nicht wir haben es verursacht. Ne? Micha, du hast eine Frage an Ich habe schon eine ganze Liste von Fragen. Ja, bitte, stellen. Nee, beziehungsweise nicht von Fragen, aber erstmal wollte der Rolf noch ganz kurz noch irgendwo einhaken. Ja, es war genau an dieser Stelle, also dieses mit dem Angst vom Überfallen, das kennen wir ja also auch mit den Vertriebenen damals nach dem Krieg, weil dann ja auch gesagt worden ist, die Leute, die dort aus Ostpreußen zurückkommen mussten nach Deutschland, das sind halt die Polen oder so wurden die dann tituliert, Leute, die wirklich noch, wie gesagt, im Krieg vertrieben worden sind und mit allem Hab und Gut dann hier, was sie noch hatten, in Deutschland, in Bayern zum Beispiel eben auch landeten, war ja eine ähnliche Reaktion. Da wurde ja auch dann die Bevölkerung nicht aufgeklärt. Ja, dann hattest du mit reingebracht, Stichwort Kolonialzeit. Man muss sich mal den afrikanischen Kontinent mal die Landkarte angucken und sich mal die Grenzziehung angucken, die ja von Europa aus sozusagen wie auf dem Reißbrett gerade durch eine Landschaft, durch ethnische Bevölkerungsteile und so weiter rücksichtslos sozusagen durchgezogen wurden, dann weiß ich nicht, glaube ich, auch noch umgesiedelt und weiß der Kuckuck, also wie viel Schaden eigentlich die Kolonialzeit
angerichtet haben schon, also früher, was wir jetzt anrichten und so weiter. Dann fand ich sehr bezeichnend auch eben halt, ja, viele sind von Europa aus ausgewandert und da vergessen wir immer. Und dann haben wir dort erstmal bei den Eingeborenen Zivilisation eingeführt. Wir haben die erstmal platt gemacht. Ja, das vergisst man auch völlig, das war deren Kulturen, deren ganzes Leben, ja, ein ganzer Kontinent wurde platt gemacht sozusagen, ja, für die weiße Minderheit sozusagen. Und als letztes wollte ich noch Altenpflege, sagst du, die sollen herkommen? Nee, ist falsch, man lagert inzwischen die Altenpflege aus. Die wird jetzt sozusagen exportiert, weil demente Menschen, denen ist es ja egal sozusagen, wo sie gehalten werden und dann können sie auch, sag ich mal, eben halt in billigen Ländern, eben halt dort. Also es ist ein Wahnsinn, der das natürlich auch, abläuft. Aber es ist eben auch tatsächlich so, dass die Leute, die sozusagen illegal hier in Deutschland sind, die werden dann rangezogen, in die Haushalte zu gehen, ne, und da als Altenpfleger zu arbeiten. Ja, also durch Einkommen, Erpressung durch Einkommen. Gut, ne? Machen wir erstmal, um das zu verkraften, Musik. Ja. Machen wir einen schönen Grotesk-Song von den Ärzten. Ist ein Protestsang gegen Protestsangs. Ich kann's nicht mehr hören. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen und ab diesem Monat auch nur noch einmal im Monat. Nicht wahr, Micha? In 2 Wochen schon mal als Vorschau können wir dann die Crazy Words hier veranstalten. Ich freue mich jetzt schon auf. Was soll das sein? Crazy Words, die halboffene Kleinkunstbühne mit Lesungen, mit Live-Musik. Wird spannend. Ja, und was soll denn da passieren und wie sollen die Gäste das mitkriegen und was ist da? Nur erzähl doch mal ein bisschen. Micha, erzähl du mal. Okay, nein, wir haben uns entschieden, den BGE-Pipe-Sendung, wie gesagt, nur noch einmal im Monat zu machen, immer jeden zweiten Sonntag im Monat und die freigewordene Sendezeit, den vierten Sonntag im Monat. Da ist so eine Art Crazy Words, ist deine Kleinkunstbühne, Rolf, die du schon seit wie vielen Jahren machst? Seit 2008 mache ich die. Seit 2008? Ja. An verschiedenen Standorten sozusagen. Jetzt ist der letzte leider auch wieder weggefallen im Arte Ruhm, glaube ich, war das. Sind wir gewesen, ja. Und die haben leider schließen müssen, weil diese Räume dort am Alexanderplatz geschlossen werden und ich weiß noch nicht, wo die hin sind. Mhm. Und dann war das ja ein guter Ausweich, auch um den Sendeplatz ein bisschen zu halten. Naja, das kommt ja dazu sozusagen. Also deine Sendebühne, die du vorher ja nur auf der Bühne gemacht hast, geht jetzt on air. Und das wird spannend, weil es so ein Format im Hörfunk eigentlich noch nicht gibt. Mhm. Ja, zweite Premiere dann schon wieder diesen Monat. Denn du hast ja schon noch eine musikalische Premiere auch angekündigt nachher dann. Für nachher, das moderieren wir dann noch ordentlich an. Alles klar. Dann würde ich auch mal sagen, lassen wir jetzt Juliane weitermachen. Ja. Genau, Leute, also ich wollte es auch nochmal sagen, wenn ihr in 2 Wochen am 27. Oktober, da haben wir unsere erste Crazy Words Sendung hier in der Danziger 50, wenn ihr eigene Texte vorlesen wollt, dann kommt bitte vorbei und dann könnt ihr das hier tun und das wird per Radio übertragen. Was guckst du mich an, Micha? Was für Texte kann ich denn da vorlesen? Kann ich endlich meine Bedienungsanleitung hier vom Pult mal? Nee, also die sollen schon selbst geschrieben sein. Also die Bedienungsanleitung von deinem Lappy, das interessiert, glaube ich, keinen. Ist vielleicht eine interessante Interpretation, Juliane, man weiß ja nicht. Oder das Telefonbuch hatten wir noch nicht. Selbstgeschriebene Texte, Leute, also ich glaube, ihr wisst schon Bescheid. Es ist ja gut gemeint von euch beiden, aber selbstgeschriebene Texte und wir wollen hier keinen Rassismus, wir wollen keinen Sexismus haben und ansonsten ist aber alles erlaubt. Aber wenn ich einen Text habe, der über 2 Stunden geht, kann ich den dann vortragen? Den kannst du immer jeweils in 5 bis 10 Minuten Häppchen in jeder Sendung, kannst du sozusagen hier eine Fortsetzungsgeschichte starten, aber wir wollen natürlich, dass alle drankommen und deshalb beschränkt euch bitte auf Texte, die 5 bis 10 Minuten dauern. Maximal. Okay. Ja. So, wir kommen zum Thema. Marlene ist mal eben einen Kaffee holen gegangen, die kommt gleich wieder. Wir möchten mal eben auf das zu sprechen kommen, oder was heißt mal eben, das ist heute unser Sendethema. Wir sind vom Thema Wählen oder Nicht-Wählen aus aktuellem Anlass abgekommen. Wir haben Ute Belladonna hier, Künstlerin, und die wollte noch etwas zu dem, was wir gerade mit der linken Politikerin besprochen haben, sagen. Ja, ich wollte daran nochmal anknüpfen. Es ist
sehr müßig, mit Menschen zu reden über das Flüchtlingsproblem, wenn die dir, also wirklich intelligente Leute, mit denen ich jetzt vor kurzem gesprochen habe, wo ich mir sage, kann echt nicht sein, die mir sagen, wir leben ja gar nicht im Kapitalismus. Das ist doch kein Kapitalismus, das ist doch nur eine Worthülse. Was soll denn deren Meinung nach Kapitalismus sein? Verstehe ich jetzt nicht so ganz dieses Argument. Ich habe versucht, dass man totgeschlagen wird, wenn man kein Geld verdient, oder dass man das, was ist es denn sonst? Eine Welt, wo das Geld regiert, ist für mich Kapitalismus. Und naja, ist nur eine Worthülse. Und eine Krise gibt es auch gar nicht. Und wenn es eine gegeben hat, dann haben wir die doch, sie stolz drauf, wie toll wir die weltweit zusammen überwunden haben. So eine tolle Zusammenarbeit. Das ist natürlich schon ein großes Maß an Uninformiertheit. Ne? Ja. Also wenn man mit den Leuten dann über die Flüchtlingsproblematik redet, dann kommen wahrscheinlich genau solche uninformierten Kommentare, oder? Und die Flüchtlinge? Kommt dann noch zum Schluss, die müssen ja jetzt nicht da draußen im Regen auf der Straße liegen, die können ja einfach reingehen ins Warme. Wohin denn? Tja. Also das ist das Adlon oder so wahrscheinlich. Würde das Adlon vorschlagen? Ist, also wir wollen jetzt hier natürlich, das ist eigentlich nicht der richtige Moment, um solche Witze zu machen, wir wollen auch nicht zynisch werden, aber es ist natürlich... Nee, da kannst du schon zynisch werden. Ja, kann man sich natürlich fragen, wo soll die hin, ins Adlon? Also ich weiß nicht, wo ich dann noch anfangen soll, weil da weißt du echt nicht, wo du da anfangen sollst, ne? Also ich habe festgestellt, auch in den Diskussionen oder überhaupt in den Bewusstsein der Menschen ist oft drin, eben halt, ja, man muss eben halt kämpfen, Leben ist ein Kampf, ja, und wenn du das eben halt dich ordentlich einordnest und da dann sozusagen mitkämpfst und dir deinen Anteil sozusagen wie auch immer, dir rausholst sozusagen, gut, dass vielleicht der ein oder andere dadurch dann eben halt beiseite geschubst wird oder... Ja, aber es ist nun mal eben halt, es ist das Leben eben halt, dann ist der einfach zu schwach, ja, und dann, da sehe ich auch keinen Kapitalismus hinter eben halt, sondern es ist einfach das normale Leben, so denken viele. Genau so, wie er es jetzt gesagt hat, genau so wurde mir das gesagt. Und die Armen, die es ja gibt, ne, das konnten den Leute mir jetzt nicht abstreiten, die sind selber schuld. Ja, weil das ist dann auch sicherlich Darwin, wie es ja auch... Naja, weil aber, was ich gerade schon gesagt habe, Marlene hat es gerade schön erklärt, aber es wird ja, man könnte ja sagen, so wie Marlene das gerade erklärt hat, weshalb das Problem mit den Flüchtlingen hausgemacht ist, so wird uns das ja in keiner Zeitung, in keiner Zeitschrift, wird das den Leuten so erklärt. Ich glaube, wenn man das den Leuten auch wirklich so wie sie erklären würde, dann würden auch viele Leute, würde denen Licht aufgehen und nicht von wegen, die wollen hier auf meine Kosten leben. Nein, die wollen leben und das ist deren gutes Recht. Und wenn wir denen die Grundlage in ihren Ländern zerstören, was sollen die machen, als hierher kommen oder als versuchen, irgendwo hinzugehen? Es ist sogar umgekehrt, wir leben auf ihre Kosten. So ist es, so ist es, so ist es. Wir brauchen noch nur ein Feindbild in unserer Gesellschaft. Das kommt dann, natürlich dazu. Das kommt, da ist Marlene wieder mit ihrem Kaffee. Das kommt dazu. Aber es ist natürlich wirklich, was wir schon gesagt haben, es ist gezielte Desinformation. Ja, auch Desinformation. Also gezielte Desinformation und ja, was meint ihr, was steht da? Da würde ich mal ganz kurz noch einhaken, weil auch das hat immer zwei Seiten. Weil das eine ist die Seite eben halt der Desinformation und die andere Seite ist auch, dass ich sie aufnehme beziehungsweise mir keine Alternativen suche. Ich persönlich kann dazu sagen, ich habe vor ein paar Jahren meinen Fernseher rausgeschmissen. Ich konnte mir diese geistige Körperverletzung, die mir da angetan wurde, ja, die konnte ich nicht mehr ertragen. Ja, es ging einfach nicht mehr. Und früher habe ich, zu DDR-Zeiten, haben wir heimlich Westfernsehen geguckt, um uns umfassend zu informieren. Inzwischen gucke ich heimlich Internet, ja, um mich umfassend zu informieren. Also es ist immer einfach nur zu sagen, sozusagen, ja, da sind die Medien schuld. Nee, die Medien sind auch deshalb schuld, sage ich mal, weil sie konsumiert werden. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt kritische und es gibt unkritischere Leute. Und ich will jetzt auf keinen einprügeln, aber es gibt Leute, die kriegen eben zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge, die kriegen etwas vorgesetzt. Und das ist ja auch bequem zu glauben. Die kommen hierher, die wollen auf unsere Kosten leben, beziehungsweise wir sind so gnädig, die aufzunehmen. Es ist bequem, das zu glauben. Also ich denke mir, es ist bequemer dann zu sagen, na Moment mal, stimmt das überhaupt? Da muss ich mich vielleicht nochmal
anderweitig informieren. Ja, nicht nur das, vor allem mein eigenes Weltbild würde zusammenbrechen und ich würde nicht mehr funktionieren können in diesem System. Ja, und das ist alles sozusagen, und dann kommen wir wieder eben halt mit der Erpressung über das Einkommen, über das Geld und so weiter. Du bist in diesem Mühlstein einfach mit drinne. Und wenn du wirklich dort gedanklich versuchst rauszugehen, kann es im schlimmsten Fall deine Existenz, sage ich mal, ja. Ich kenne zum Beispiel eine junge Schriftstellerin, die hat gerade für einen kleinen Beitrag... Wollen wir jetzt nicht im Radio sagen. Ja, aber ich sag mal, ja, die Freiheit sozusagen Nein zu sagen. Ne? Ja, das wollen wir eigentlich mit dem Grundeinkommen ja rüberbringen, sozusagen nicht mehr erpressbar zu sein, nicht mehr in diesen Mühlen mitgemeint. Da kommt, da wollte ich heute auch noch drauf zu sprechen kommen, dass ich schon vor der Sendung zu Micha gesagt habe, im Grunde kommen wir dieser Problematik nur mit einem weltweiten Grundeinkommen bei. Denn wenn die Leute in ihren Ländern versorgt sind, die wollen nicht zu uns kommen, weil es hier so toll ist. Die wollen zu uns kommen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben. Ich gehe davon aus, dass die meisten eigentlich lieber zu Hause bleiben würden, in ihren Ländern, mit ihren Leuten, mit ihrer Familie. Und da was zum Guten ändern würde, wie Marlene schon vorhin sagte, das sind größtenteils Akademiker, die haben was gelernt, aber nicht, um bei uns damit Klos zu putzen, ne? Irgendwie, weil die werden ja hier nicht auf die Jobs gelassen, die sie im Grunde, wozu sie befähigt werden. Ne? Von daher würden die sowieso lieber zu Hause bleiben, wenn es da irgendeine Möglichkeit gäbe, Geld zu verdienen oder sich seinen Fähigkeiten entsprechend einzubringen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, wollen wir erstmal eine Musi machen? Du überraschst mich immer so jetzt mit der Musik. Aber klar, nee, ich schmeiß mal noch ein bisschen was rein. Jawohl, haben wir. Und ja, ich wollte noch ganz kurz, weil wir jetzt eben halt das hatten, gerade das Thema Grundeinkommen und so weiter. Die meisten vergessen auch immer, dass alle Menschen auf diesem Planeten ein Anrecht auf die Ressourcen dieser Welt haben. Ja, ja? Und diese erstmal sozusagen, das ist ja uns selber und passiert ja. Das ja hier auch. Ja, die werden uns erstmal völlig genommen. Ja, da muss ich mich beim Jobcenter dann melden, wo mir dann gesagt wird, ja, sie müssen natürlich schon nach unserer Pfeife tanzen, denn sie wollen ja Geld von uns, ja, dass sie mich eigentlich erstmal beklaut haben, ja, und mir die Ressourcen dieses Planetens vorenthalten, das ist ja das eigentliche Verbrechen, das wird völlig ausgeblendet, ja, und das blenden wir weltweit aus. Beziehungsweise du musst Strom, der ja allen gehört, das Wasser gehört allen. Ich habe ja immer gesagt, eines Tages wird noch die Luft verhökert. Eines Tages kommt man, findiger Unternehmer, drauf, die Luft irgendwie zu privatisieren und den Leuten zu verkaufen. Also da können wir auch noch drauf warten. Also es werden die Rohstoffe der Welt. Hast du schon in Japan, da gibt es wohl Automaten mit Sauerstoff. Okay, ja? Gut. Also die Rohstoffe der Welt, die kassiert irgendjemand ein, um sie denen sie im Grunde auch gehören, wieder zu verkaufen. Ich sage jetzt mal ganz zynisch, so schlau muss man erstmal sein, aber da ja, machen wir wirklich nichts. Das kommt aus dem System heraus. Da gibt es auch eine tolle Grafik dazu, so eine Art Comic oder was es ist, wo ein junger Mann unterm Baum sitzt im Schatten. Ja, dann kommt so ein amerikanischer Unternehmer eben halt, scheucht ihn weg, fällt den Baum, baut daraus eine kleine Hütte oder so ein kleines Überdach sozusagen und verkauft ihn den, dass er sich drunter setzen kann, wieder damit er Schatten hat. Ja, also es ist eine total perverse Welt, aber jetzt machen wir erstmal Musik. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das eine Weltpremiere war hier auf rockradio.de am BGE-Papst, seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Paul McCartney von seinem Album New, das erst am kommenden Mittwoch offiziell erscheint. Ich habe es seit gestern schon im Briefkasten gehabt. Wir hören gleich nach der Satire ein zweites Stück, auch eine Weltpremiere. Prima Rockradio, hast du gut gemacht. Also meine erste Reaktion nach diesem Wahlergebnis war, leck mich wo, ich weiß nicht wo. Mein Problem ist, ich kann mit diesem Wahlergebnis nichts anfangen. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Jedes noch so dämliche Rindvieh merkt sich, dass wenn es einmal an einem Elektrozaun eine gewischt bekommen hat, dann nicht mehr hinzugehen. Der deutsche Wähler merkt aber anscheinend gar nichts mehr. Da können fremde Menschen, Parteien, Institutionen, Arbeitsämter ihm sein ganzes Leben ruinieren und die Leute interessiert es nicht. Entweder gehen sie gar nicht erst mehr wählen oder wenn man wählt, dann Mutti, weil die immer so schön strahlt. Ey, Merkel ist ihr Elektrozaun. Ihr bekommt da jedes Mal wieder eine gewischt von ihr. Naja, zumindest die FDP ist abgestraft worden bis zur nächsten Wahl. Und während Hans-Christian Ströbele verkündet, dass man ja auch mal mit den Linken, im gleichen Moment ertönt es aus der grünen Parteispitze, man solle unverzüglich einen Rechtsruck der Partei durchführen.
Ja klar, das Feld der FDP wäre nur für die Grünen frei, glauben die, ohne zu erkennen, dass die FDP schon immer noch rechts der CDU angesiedelt ist, von wegen liberal. Also nach dieser Bundestagswahl ging mir dann mal so durch den Kopf, ob die Deutschen wirklich schon reif für eine Demokratie sind oder ob eine sozialistische Diktatur wie in Kuba oder in der DDR für uns nicht besser wäre. Muss man etwa die Menschen zu ihrem Glück zwingen? Nochmal Paul McCartney. Bei mir aber auch Radio Paul McCartney von seinem neuen Album, die hat den BGE-Papst, seine Scheinheiligkeit, predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Die drei Damen hier eben tief ins Gespräch daran versunken. Juliane, wie geht's weiter? Ich male ja jetzt, bemale nicht nur Schirme, sondern ich male richtig Bilder und will das aber jetzt nicht weiter ausführen. Es geht um ein ganz bestimmtes Bild. Ich habe die Flüchtlinge von Lampedusa gemalt, nachdem dieses Schiff mit 300 Menschen, das erste Unglück, 300 Menschen ertrunken sind und habe spontan, ich musste das malen, es musste raus aus mir. Und das ging auch ganz schnell. Also es ging, ich darf ja nicht erzählen, wie schnell das fertig war. Und habe das dann fotografiert und bei Facebook, also ins Internet gestellt. Und dann kam eine so tolle Reaktion von den Leuten, die fanden, also das war irgendwie, knallte irgendwie rein. Also die fanden es alle toll. Und es hat sich eine Facebook-Freundin bei mir gemeldet, die ist in so einem Verein und der nennt sich Verändern, also Verändern mit AI geschrieben. Verändern. Und sie fand das Bild so gut, dass sie gesagt hat, sie würden gerne das Postkarten davon drucken und die aber nicht verkaufen, sondern umsonst zur Verfügung stellen. Die sollen ausgelegt werden und der Verein würde das bezahlen, den Druck. Und sie wollen mit 10.000 Postkarten starten und damit das Thema unter die Menschen gebracht wird. Jetzt hatten wir vorher gesprochen, was da für ein Text drauf soll. Hattest du mir gesagt, da hatten wir so ein Missverständnis. Wir kommen da jetzt mal drauf zu sprechen. Ja, genau. Also sag mal, was da ursprünglich... Also die ist seit heute online. Die ist bei Facebook jetzt online, die Karte. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir da irgendwie einen Text mit drauf nehmen. Eigentlich war ursprünglich ein Gedicht gedacht, ist aber zu lang. Und wir haben hinterher überlegt, haben wir gesagt, müsste ein Zitat sein, ein richtig knackiges Zitat. Und hatten sogar Konstantin Wecker angefragt, der hat leider nicht reagiert. Gut, jedenfalls haben wir uns jetzt auf ein Zitat geeinigt. Und zwar steht es jetzt so online drauf. Es gibt zu viel Flüchtlinge, sagen die Menschen. Es gibt zu wenig Menschen, sagen die Flüchtlinge. Von Ernst Ferstel, genau. Und da hast du protestiert. Genau, ich hab Probleme gehabt mit dem Zitat, weil das geht mir wieder zu sehr in diese Gnadenrichtung rein. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir kommunizieren, es ist keine Gnade von uns, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen oder Flüchtlingen helfen, sondern wir haben das verursacht, das muss rauskommen. Da hast du recht. Die kommen nicht, um sich auf unsere Kosten hier ein schönes Leben zu machen. Die würden lieber zu Hause bleiben. Die haben es da teilweise besser, die haben da ihre Familie. Und also wir müssen einfach als Text dann auch wirklich darauf hinweisen, es ist keine Gnade von uns. Genau. Und deswegen habe ich mir überlegt, also die Karten sind ja noch nicht gedruckt, ne? Also wir können die jetzt im Internet erstmal so stehen lassen. Ich wollte mich da jetzt auch nicht sperren, hinweisen. Der Hinweis ist wirklich gut und jetzt habe ich mir überlegt, ist mir spontan eingefallen, Gregor Gysi hat zum Beispiel, also jetzt, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich im Kopf, aber sinngemäß hat er gesagt, wer auf Kosten anderer lebt, der muss sich nicht über Elend wundern. Wer zum Beispiel passender oder, was du vorhin gesagt hast. Wer Krieg sät, der erntet Flüchtlinge. Genau. Und das wäre jetzt das werden wir so machen. Den Druck werden wir wohl mit einem von den beiden Zitaten dann
Weil das ganz klar zeigt, es ist nicht deren Schuld, dass sie herkommen. Wir sind nicht die Gnädigen, sondern es ist unsere Schuld. Ne? Und ich finde, das muss wirklich klar rüberkommen. Ne? Genau. Und dann wollte ich noch was ergänzen. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, auf die Forderungen der Flüchtlinge, die jetzt da im Hungerstreik am Brandenburger Tor sind. Also es geht ihnen jetzt hauptsächlich darum, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Und dann geht es ja schon seit dem vorigen Jahr darum, also auch die Flüchtlinge, die aus Bayern im vorigen Jahr schon zu uns gekommen sind oder die auch in Würzburg protestiert haben, im Hungerstreik waren. Es geht um die Abschaffung der Residenzpflicht. Mhm. Es geht darum, sie dürfen ja nicht arbeiten, dass sie arbeiten dürfen. Und um diese Asylheime, die ja menschenunwürdig sind, die eigentlich Lager sind. Also das sind so diese Hauptgründe. Ja, und ich finde, das müsste sich auch langsam mal jemand von der Bundesregierung ans Brandenburger Tor begeben. Ist noch nicht passiert, oder? Nein, ist noch nicht passiert. Ich hatte nicht, da, ich dann habe ich das verwechselt. Also ich hatte da irgendwie heute Morgen in irgendeinem Politiker, Nachrichtenblatt gelesen, dass sie sich gestern Abend zum Brandenburger Tor begeben haben. Okay, dann war das vielleicht, nachdem ich da war. Also ich wüsste noch nicht. Dann habe also ich das nicht verwechselt oder war eine Falschmeldung? Nee. Ja, und ich hoffe, dass sich auch bei diesem Hungerstreik jetzt endlich mal was bewegt und dass sie jetzt nicht so verarscht werden wie im vorigen Jahr. Micha? Nichts zu sagen. Hat da jemand in der Runde? Es ist so betretenes Schweigen hier. Ja, nee, na, ich weiß nicht, weil jetzt wird gehofft eben halt, dass da irgendwas bei rauskommt. Da wird genauso wenig bei rauskommen. Weil diesen Systemfehler, in dem wir leben, der muss angepackt werden. Es geht einfach um Menschlichkeit. Mhm. Und dieses System ist drauf unmenschlich. Aufmerksam machen, auf jeden Fall. Sicher. Ohne Frage. Also nicht nur um Menschlichkeit, sondern auch um deren Rechte, ne? Irgendwie keine Gnadensysteme. Ich habe immer so Probleme mit diesen Gnadensystemen, wo wir vorhin auch, du weißt aber, was ich meine. Ich weiß, wie du jetzt meinst. Es geht nicht um Gnade, sondern es ist ein Menschenrecht. Genau. Das so. Ganz klar raus, ne? Ja. Also es ist nicht unsere Gnade, wenn wir die durchfüttern. Nein, auf keinen Fall. Weil dann kommen nämlich wieder diese Kommentare, so die man im Moment online sieht in den Zeitungen. Das Boot ist voll, wir haben selber nicht genug. Die leben hier auf meine Steuergelder, auf meine Kosten. Also dann kommen nämlich wieder diese Kommentare. Aber es geht mir auch um Menschlichkeit, weil die Leute haben einfach keine Empathie mehr. Jeder sieht nur noch sich selbst. Die sehen überhaupt nicht das Elend neben sich, die sehen diese Glitzerlichter. Da muss ich auch nochmal nachhaken, wenn man sagt, die Leute leben auf unserer Steuergelder, wer zahlt denn die Steuern? Also die großen Firmen wie Siemens doch nun gerade nicht, zum Beispiel. Ja, das sehen die Leute aber nicht. Die sehen ja immer nur, ich meine, die Diskussionen, die kennen wir ja aus allen möglichen Bereichen. Zum Beispiel auch, wenn es um Sozialbetrüger geht, da wird ja immer nicht geguckt, wer von oben, wer aus irgendwelchen Firmen oder so sich um die Zahlung von Steuergeldern drückt, sondern es wird immer nur geguckt, wer schwarz arbeitet für 3,50 und dadurch irgendwie sozial betrügt. Das ist ja immer so. Ne? Es wird nie, weil man kommt an die oben, kommt man als Kleingeist nicht dran. Ne? Wir brauchen in dieser Gesellschaft ein Feindbild. Früher hatten wir die Juden und insofern, die Gesellschaft fällt auseinander, wir brauchen Feinde. Und dann kamen, glaube ich, die Kommunisten. Ja, nee, aber Juliane, auch da bei dir höre ich schon in deinem wie du es ausdrückst, sozusagen, die da oben und die da unten. Das ist schon mal das Erste, wo man anfangen muss, dran zu denken, das gibt's überhaupt nicht. Das gibt kein Oben und kein Unten. Wir sind alle auf derselben Ebene. Wir sind alle dieselben Menschen. Ja? Ich betrachte höchstens, dass Menschen etwas außerhalb der Gesellschaft und einige eben halt im Zentrum leben. Das Schlimme ist nur, dass im Zentrum im Moment hauptsächlich sehr kranke Typen leben, die sich ein krankes System geschaffen haben, aus dem sie heraus so agieren können. Ja? Und wenn wir die Rahmenbedingungen eben halt ändern, dann würde sich auch diese Ganze ändern. Das heißt, die eigentlich jetzt an den Rand gedrängt sind, kommen wieder in die Mitte, wieder das Normale sozusagen. Ja? Also ich finde schon immer diese Diskussion um das Oben und Unten, finde ich schon immer widerlich. Also das gut, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber natürlich, klar, so kann man es auch sehen, aber wir wollen da gleich auch nochmal wirklich explizit drauf zu sprechen kommen. Grundeinkommen, womit wir wieder beim Thema sind, wenn wir ein weltweites Grundeinkommen haben, was das nicht nur bei uns im Lande ändert, weil es ist ja immer die Diskussion, wenn man sagt, wir brauchen Grundeinkommen, dann kommen sofort garantiert Kommentare, wenn Kommentare zugelassen werden, kriegen die Asylsuchenden denn auch ein Grundeinkommen? Kriegen die Ausländer dann etwa auch ein Grundeinkommen? Dann gute Nacht, Deutschland. Ich habe das in Clausens Kanal gerade unter einem
Film, hier unter unserer BGE-Demo war das, glaube ich, da kamen dann gleich die Kommentare, die wollen mir was wegnehmen. Wir haben dann Grundeinkommen, dann kommen die alle hierher, um mir was wegzunehmen. Das ist ja immer sofort dieser wahnsinnige Reflex, mir wird was weggenommen. Ne? Und dann natürlich noch das Bedingungslose mit da drin. Genau. Was ja dann noch bedeutet, eben halt, dass ja ganz Deutschland für die ganze Welt das Grundeinkommen so ist es. Ja auch so noch ist es. Bezahlen muss. Und die faulen Schweine weltweit, die kommen dann alle hierher und greifen das ab. Also natürlich brauchen wir ein weltweites Grundeinkommen, das ist überhaupt keine Frage. Ne? Aber da kommen wir dann gleich nach der Pause nochmal drauf, weil unser Gast Marlene Tschitschinger von der Linken ist nämlich auch eine Grundeinkommensbefürworterin. Sehr schön, und die kann uns auch noch was zu sagen. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, predigt das bedingungslose Grundeinkommen hier aus der sozialen Abbaubar des Zentrums Danziger 50. Und Giuliano, lasst uns mal predigen, das BGE, nicht? Genau, was mich zum Thema bringt, BGE. Meiner Meinung nach hätten wir mit einem bedingungslosen weltweiten, ich muss das betonen, mit einem weltweiten bedingungslosen Grundeinkommen, wären wir so viel Probleme hätten wir vom Halse, unter anderem natürlich auch das Problem, dass Flüchtlinge zu uns kommen. Die werden nämlich im eigenen Land versorgt. Was sagt die linke Politikerin dazu? Also die konkret hier anwesende linke Politikerin hält das für eine hervorragende Idee. Sehr schön. Weil auch Dinge, die wir für uns fordern, die können wir nicht nur bis an die Grenzen des Landes fordern. Das gilt für den Mindestlohn genauso wie für das bedingungslose Grundeinkommen. Und von daher, ja klar, ich meine, anfangen können wir natürlich nur hier. Das ist sicher, wir können ja nicht bestimmen, was in Burkina Faso oder in Bolivien passiert. Direkt, aber natürlich muss man das weiterdenken, Deutschland, dann Europa und weltweit auf jeden Fall. Und ich denke, dass das tatsächlich vielen Menschen helfen würde und ganz andere Verhältnisse schaffen würde auf der Welt, wo wir dann in Richtung Gerechtigkeit kommen, zu einer Gerechtigkeit, die schon sowas von überfällig ist. Ja. Und ich halte das für ein sehr linkes Ansinnen. Leider ist das Thema bei uns in der Partei noch immer umstritten. Genau. Also zum Beispiel unsere Bundesvorsitzende Katja Kipping, die ist ja sehr dafür. Die war ja letztlich auch auf der Demo. Die war auf unserer Demo, genau. Und, aber andere sehen das anders. Und ich hatte da auch schon viele Diskussionen dazu. Und man hört dann immer Argumente, die ja, ich weiß auch nicht, woher kommen. Ich denke manchmal, war das nochmal protestantische Arbeitsethik von 1500 noch irgendwas. So dieses, das geht nicht, dass jemand nicht arbeitet, dass das noch finanziert wird, dass Leute eben nicht arbeiten. Nur Arbeit gibt Würde, egal was für eine Arbeit das ist. Wo ich dann auch schon mal gefragt habe, weil das sind dann manchmal auch Leute, die selber ihr Leben lang einen Job hatten oder haben, der interessant ist, die das Glück hatten, studieren zu können und auch noch das noch mehr Glück hatten, eine Arbeit zu finden, eine bezahlte Beschäftigung, die tatsächlich Freude macht, wo man gerne hingeht. Aber wenn ich mich erinnere an so manchen Job, den ich gehabt habe, also ich weiß nicht, was für eine Würde es gibt, irgendwelche blöden Texte anderer Leute abzuschreiben, wenn man die nicht mal ändern darf. Oder an der Supermarktkasse zu sitzen oder so manche andere Dinge zu tun. Das ist nicht Würde, das machst du einfach. Und in deinem Hinterkopf fällt jede Stunde der Betrag Stundenlohn runter und denkst, ah ja, jetzt wieder, je nachdem, was es war, 8,90 €, 5,70 €, 10 €, wie viel auch immer gerade, verdient und hoffentlich ist bald Feierabend. Das ist genau das, was ich neulich mit einem netten Menschen aus der Linken hatte, genau die Diskussion. Wir sind durch einen Stadtteil gefahren, haben da fürs Volksbegehren Plakate geklebt, durch einen Stadtteil, wo sehr viele Leute arbeitslos sind, und zwar in einem Teil von Neukölln, wo Hochhäuser sind, also nah an Gropiusstadt, wo er gesagt hat, diese Leute, die müssen arbeiten gehen, die brauchen Arbeit, dann geht's denen besser.
weil ich war so entsetzt über diese Zustände da, diese Hochhäuserblocks und so. Und wo ich mich natürlich auch gefragt habe und ihn, bist du wirklich der Meinung, wenn die wenn die irgendwo im Krankenhaus Töpfe ausleeren oder ich weiß nicht was machen, dass es denen dann besser geht? Das ist eine Frage. Und wie du schon richtig sagtest, das kann man natürlich leicht sagen, wenn man selber einen guten Job hat, wo man gerne hingeht und wo man auch gutes Geld verdient. Dann kann man das leicht sagen. Aber ich finde, man sollte von anderen oder anderen das zugestehen, dass man auch für sich selber möchte. Also, und das ist ja die Idee des Grundeinkommens. Wir haben alle gleich viel Grundeinkommen, womit wir überleben können. Und wenn man Luxus haben will, dann soll man dafür arbeiten gehen. Aber das Menschenrecht, das Grundmenschenrecht ist, dass man gut leben kann. Ganz genau. Und dann hat man auch viele andere Möglichkeiten, die man, selbst wenn man heutzutage eine Arbeit hat, eine Arbeit, die halbwegs bezahlt ist, gar nicht hat. Weil es ist doch eins der Probleme, dass die Menschen, die eine bezahlte Arbeit haben, meistens viel zu viel arbeiten müssen. Mm-hmm. Die müssen Überstunden machen, manche bezahlt, manche unbezahlt. Mm-hmm. Die müssen das Letzte aus sich herausholen. Und wenn sie dann nach Hause kommen, manchmal können sie wirklich nur noch vor den Fernseher fallen und sich dann eben zum Beispiel über Aspekte der Asylpolitik und dergleichen nicht so informieren, dass sie wirklich wissen, worum es geht. Weil es ist teilweise ja nicht, weil die Leute nur böse sind, sondern es ist teilweise auch, wenn die völlig fertig kommen und vielleicht auch noch sich dann völlig fertig, wie sie schon waren, um ihre Familie gekümmert haben und die Waschmaschine angeworfen und. Und dann irgendwann fallen sie wirklich auf ihr Sofa, wenn sie eins haben, und es ist nichts mehr drin. Aber zum Beispiel eben mit dem Grundeinkommen, wo man dann eben nicht mehr so viel arbeiten muss, wenn man das nicht unbedingt möchte, weil es gibt sicher auch Leute, die das unbedingt möchten und die sollen das ja gerne tun, dass Menschen eben auch die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Mhm. Man spricht ja immer von lebenslangen Lernen, so, aber wer hat denn die Möglichkeit dazu? So ist es, und das eben auch das Beispiel, bei dem ich vorhin war, in Stadtteilen, wo die Bildung gering ist, wo für meine Begriffe nicht das Allheilmittel ist, wenn man sagt, diese Leute müssen arbeiten gehen. Meiner Meinung nach müssen sich diese Leute überhaupt erstmal weiterbilden. Man muss denen Möglichkeiten geben, und damit die eben auch eine bessere Arbeit finden. Denn wie wir schon gesagt haben, also irgendwelche niedrig bezahlten, stumpfsinnigen Arbeiten, die geben keine Würde. Da sind wir ja froh heutzutage, dass wir Maschinen haben, die solche Arbeiten erledigen und dass der Mensch es nicht mehr machen muss. Jetzt kommen die Linken dann teilweise und sehen sich diese Dreckjobs zurück, damit diese Leute was zu tun haben. Das ist für meine Begriffe eine Arroganz, die also schon, ja, wie gesagt, mit der Menschenwürde, ja, spielt. Ne? Ja, das ist völlig der falsche Weg. Mhm. Weil jetzt künstlich noch irgendwelche Jobs schaffen zu wollen, das ist sowieso ziemlich blödsinnig. Damit also, die Leute arbeiten. Damit sie arbeiten, ja. Also da gibt es ja ganz unglaubliche Sachen oder auch so manche Maßnahmen, wenn man die hört, wo Leute vom Jobcenter hingeschickt werden müssen, also die dann, weiß ich nicht, Wochen und Monate lang einkaufen, spielen müssen. Das hatten wir hier in der Sendung also, schon, so diese Spielkaufläden, ja, wo Leute dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie da lernen sollen, wie man mit seinem Geld umgeht oder wie man irgendwie Waren verkauft. Also es ist völlig schleierhaft und völlig absurd. Es werden Steuergelder verballert, aber die Leute sind beschäftigt. Man hat sie von der Statistik runter. Die arbeiten. Ja, das es ist ein völliger Zauberwort. Wahnsinn. Ja, genau. Und das ist eben dann auch der Arbeitsbegriff. Sowas gilt dann womöglich als Arbeiten. Aber wenn jemand mit seinen Kindern in den Wald geht, Pilze suchen zum Beispiel, was eine sehr lehrreiche und nützliche Tätigkeit sein kann, das gilt dann nicht als Arbeit. Nee, nee. Oder wenn jemand künstlerisch tätig ist oder sonstige Sachen macht, Sport treibt oder zum Beispiel bei einer Jugendfußballmannschaft mit unterstützt, da Betreuerin ist oder ähnliches. Was ja das wirklich gilt dann Würde und Selbstbewusstsein Arbeit. Bringt. Natürlich, ne? Und das ist gesellschaftlich nützlich, da wird nichts Schädliches produziert, zum Beispiel Handfeuerwaffen. Oder ähnliches, das ist eine gute Sache, aber das hat dann nicht den Rang, das heißt dann nicht Arbeit und dann hat's auch da ist Wert eine hier. Schieflage. Und überhaupt, ja. Dass Arbeit immer auch der Wert von Arbeit beziehungsweise der Wert von Menschen dann an ihrem Einkommen angesiedelt wird, das ist auch völlig verkehrt. Gerade im Wahlkampf habe ich sehr oft bei Podiumsdiskussionen dann diesen Begriff Leistungsträger gehört. Und damit wurde dann nicht Hebammen gemeint oder
Erzieherinnen im Kindergarten oder Bauarbeiter oder ähnliche. Oder Altenpfleger zum Beispiel. Also Menschen, die richtig Leistung bringen, die was Nützliches leisten für die Gesellschaft, die unverzichtbar sind auf uns. Nein, da wurde dann irgendein Manager gemeint. Oder Leute, die viel Geld für etwas bekommen. Was und die andere für sich arbeiten lassen. Die andere für sich arbeiten lassen und teilweise, wo hinterher was rauskommt, was die Gesellschaft eigentlich besser gar nicht hätte. Und das hat mich dann immer sehr gestört. Aber das ist, wenn man diesen Arbeitsbegriff irgendwie so hochhält, ne? Wenn man einfach so stumpfsinnig auf diesen Begriff Arbeit guckt und da nicht mehr differenziert und einfach auch nicht mehr guckt, dass sich unsere Verhältnisse ja wirklich auf den Kopf gestellt haben, ne? Und dass man an diesem alten Arbeitsbegriff gar nicht mehr festhalten kann, weil eben viele Jobs einfach nicht mehr gebraucht werden. Fertig, aus. Persönlich habt ihr eben über Herrn Ackermann gesprochen, oder? Ach, da gibt es mehrere Leute, das kann man jetzt nicht an einer Person festmachen. Ist für mich aber das größte Symbol sozusagen dafür. Ist ein Symbol, aber da gibt es so viele andere, ja, sicher. Die hätten es auch verdient, genannt zu werden, und wir möchten ja nicht unhöflich sein. Micha, wenn wir nur Herrn Ackermann hätten, dann hätten wir ein paar Probleme weniger auf der Welt, irgendwie, wenn das der einzige wäre. Machst du eine Musik? Würde ich, ja, wenn jo. Du sagst, okay. Dann machen wir noch eine Musik und dann würde ich sagen, ist mal ganz wichtig, dass wir langsam mal ein paar Internetadressen dann rüberbringen. Ne? Meistens vergesse ich dort. Hätte ja vorher noch schon gepasst. Keine Heiligkeit, der BGE-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Irgendwie hatten wir schon einen neuen Jingle gebastelt, der uns irgendwie abhanden gekommen ist, Micha. Ich habe den neuen noch nicht hier rüber auf dem neuen Rechner, okay. Mit dem ich jetzt hier immer Musik mache sozusagen, die Quatsch, Musik abspiele und die Sendung fahre und so weiter. Ja, da ist mir noch der neue Jingle mit nur den zweiten Samstag noch nicht rübergerutscht. Also in zwei Wochen dann nicht den WGE-Papst, sondern da gibt es dann die Crazy Words hier. Juliane, quasi vorletzte Runde, zum reden wir euch. Thema kommen und das sind die Flüchtlinge und wir haben Ute Belladonna hier, Künstlerin, und ich wollte auch noch mal schnell ansagen, wir wollen hier natürlich keine Verkaufsaktion heute machen, keine Tupper-Party, aber Ute Belladonna macht tolle Taschen. Ich habe mir auch schon eine reserviert und sag mal bitte eben, wie man dich im Netz erreichen kann, wo man sich sowas anschauen kann und Leute, holt euch jetzt mal was zu schreiben. Jetzt kommen nämlich allerhand Adressen, auch nachher nochmal von der Marlene, und los geht's. Ja, also ich sage jetzt mal hier die Adresse von der Homepage von Umbrella Peace Art. Eigentlich ganz einfach: www.umbrella-peace-art.de. Vielleicht kann das ja nachher dann in dem Video unten noch eingeblendet werden, dass man sich das besser merken kann. Genau, Klaus von Kiekema Film filmt heute wieder mit und ihr könnt euch so ab Mittwoch, Donnerstag ist der Film dann im Kanal im BGE-Kanal und im Kanal von Kiekema Film Berlin ein paar Tage später anzuschauen. Könnt ihr euch das ganze Gespräch heute nochmal anschauen und die Adressen werden dann unten auf einem Laufband eingeblendet. Und dann habe ich noch eine zweite Adresse wegen der Postkarte, über die wir vorhin gesprochen haben. Die Postkarte, die kann man in einer Woche bestellen und zwar bei diesem Verein. Der nennt sich, wie gesagt, Fair ändern und die Homepage ist fair, und dann ändern mit AE, ist klar, .org. Und auf dieser Homepage kann man diese Postkarten bestellen, ne? Und die sind, wie gesagt, umsonst. Und ja. Und man findet dich aber zum Beispiel auch auf Facebook, ne? Man findet mich auch auf Facebook und kann da Kontakt mit mir aufnehmen, wenn man Interesse hat an so einer Tasche oder an. Manchmal gebe ich die Schirme auch ab für eine Spende, damit das Geld an die Flüchtlinge geht, beziehungsweise ich wieder Farbe und Schirme kaufen kann. Also wenn man Interesse an so einem Schirm oder an so einer Tasche hat, dann kann man sich mit dir in Verbindung setzen. Einfach in Verbindung setzen. Ja, und dann war mir noch wichtig, also geht heute nicht um meine Kunst, es geht um die Flüchtlinge. Aber ich würde trotzdem noch ganz kurz sagen, dass ich halt nicht nur Schirme bemale. Ich werde jetzt, also in letzter Zeit, seitdem ich die Schirme bemale, nur noch darauf
darüber definiert. Ne? Ist jetzt praktisch, die Flüchtlinge sagen ja Umbrella-Frau zu mir, bin ich ganz stolz. Und der eine hat auch gestern gesagt, Respekt und Danke, danke für die Schirme, hat er so im gebrochenen Deutsch extra gesagt. Und das hat, macht mich total glücklich. Aber ich male schon seit 1998 male ich Bilder zu Liedtexten und vor allen Dingen zu Texten von Gerhard Gundermann. Und Gerhard Gundermann war ein Rockpoet, war ein Liedermacher, der im Tagebau gearbeitet hat und der praktisch Lieder geschrieben hat über den Alltag, über der hat also auch das ganze Elend der Welt auf seinen Rücken getragen und darüber auch über Veränderung und über Utopien und Träume, wie man die Gesellschaft menschlicher machen kann. Und der ist leider im Alter von 43 Jahren gestorben. Und die Lieder haben auch ganz viel damit zu tun, mit einer besseren Welt. Und ja, das war mir noch wichtig zu sagen. Wo kann man sich denn im Netz deine Bilder anschauen, auch auf der Seite? Ja, also da gibt es die Homepage, der Name ist ein bisschen unglücklich, aber mygal.net. Also das ist, Maigal schreibt sich mit Y-Doppel-L. Ich sage immer, am besten ist einfach bei Google meinen Namen eingeben, dann kommt, findet man das. Ute Donner. Ja, Ute Donner, nicht Bella. Dieses Bella ist einfach nur rangehängt, das ist ein Künstlername. Also Ute Donner. Ute Donner, Leute, habt ihr gehört. Und wie gesagt, wenn ihr in ein paar Tagen nochmal im BGE-Kanal bei YouTube nachschaut, dann könnt ihr das doch alles auch da nochmal finden. Also wir blenden das unten. Wir lassen das unten durch den Film laufen, die Adressen, und dann könnt ihr euch mit Ute in Verbindung setzen, wenn ihr Interesse an einem bemalten Schirm habt oder an einer Tasche. Ja, oder beziehungsweise ich habe auch Interesse an Schirmen, also an Schirmspenden. Okay, genau, oder wenn ihr Schirme loswerden wollt. Könnte ruhig alt sein. Noch eine Frage, wie geht das jetzt weiter in der Stadt? Was du sagst, du warst gestern da, ja, also, wie sieht es jetzt aus da? Wie sieht's aus? Mir zerreißt es das Herz. Ich konnte vorgestern nicht hin, und weil ich erkältet war, weil ich da nasse Füße gekriegt habe und Kopfschmerzen und weiß ich nicht, und konnte nicht hin und war total sauer mit mir, und weil was diese Menschen da aushalten. Die hungern, liegen im Regen, haben nasse Klamotten an, und ich schaff's nicht, dahin zu fahren. Also, gut, aber ich denke, Weicheier. Mir, also da gut, keine Selbstvorwürfe jetzt, also okay, du tust also ja wirklich einfach, viel für die. Ja, also aber das ich finde, wir sind zu wenig Leute da, die ihre Solidarität zeigen, und es sind viel weniger als im vorigen Jahr, und ich frage mich auch, warum jetzt so wenig kommen. Und weil das wahrscheinlich, die Leute sind abgestumpft beim zweiten, ja. Mal. Das ist immer das Tragische, wenn sowas nochmal. Aber es ist jetzt nicht weniger schlimm, und zwei Flüchtlinge wurden ja auch schon ins Krankenhaus gebracht, die sind aber jetzt wieder zurückgekommen, aber also es ist wirklich schlimm, und wenn jetzt gar nichts passiert und keine Forderung eingegangen wird, also ab nächste Woche wollen die ja, die trinken ja jetzt nur Wasser. Und ab nächste Woche wollen sie dann kein Wasser mehr trinken. Und dementsprechend sehen sie auch aus. Also ich habe zum Beispiel gestern gefragt, also ich würde gerne hier Schirme bemalen. Ihr habt ja schon Schirme, wo nichts drauf ist, und eine Losung. Und sagt mir, was darauf soll, weil ich will die auch nicht übergehen. Das ist ja ihr Protest. Und ob ihr überhaupt damit einverstanden seid. Und oder wollt ihr selber welche bemalen? Ich hätte mich gefreut, wenn wir zusammen vielleicht das machen. Aber die haben gesagt, sie können nicht. Also sie haben keine Kraft. Ja. Und haben sich gefreut, dass ich es mache, aber sie selber sind nicht in der Lage dazu, mehr einen Schirm zu bemalen. Ja. Also Leute, wenn ihr zu Hause Schirme übrig habt, wenn ihr vor allem warme Klamotten und Regenklamotten übrig habt, dann bringt das bitte, bringt das vorbei. Ja, warme, trockene Sachen einfach, und wasserfest wäre gut. Und und dann hingehen und einfach zeigen, dass wir solidarisch sind. Okay. Micha? Musik? Jo. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Zur Senkung der Arbeitsmoral.
Senkung der Arbeitsmoral. Wir singen zur Senkung der Arbeitsmoral. Seine Scheinheiligkeit, der BGE-Papst, geht in seine letzte Runde für heute. Zwischendurch knistert, es ist kalt. Ich könnte trotzdem noch kommen, Juliane. Ja, wir sind in der letzten Runde und zwar möchten wir nochmal von Marlene hören, Marlene von der Linken. Wo können sich die Leute oder wo könnt ihr euch informieren, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie das Flüchtlingsproblem, wie das mit unserem Tun und Handeln auch zusammenhängt? Wo kann man da im Netz oder wo auch immer sich informieren? Also im Internet gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Also wenn man jetzt nicht einfach das Wort Asylpolitik oder ähnliches eingeben möchte bei einer Suchmaschine, wo man unter Umständen dann doch wieder zu Spiegel Online oder sonst wohin gelenkt wird. Die uns wieder erzählt, wie gnädig wir sind, wenn wir sie aufnehmen. Ja. Ja, also da sind diese Sachen sind nicht ganz so geeignet. Kann man zum Beispiel bei Pro Asyl oder bei anderen Flüchtlingshilfen zum Beispiel auch nachsehen, aber auch bei allen möglichen NGOs, wie, was weiß ich, vom Jesuitenflüchtlingsdienst angefangen, bei Brot für die Welt und allen anderen aufgehört. Wo auch wirklich so Hintergrundinformationen. Ja, wo auch tatsächlich auch Dossiers zu finden sind, also auch bei Miseria zum Beispiel, da habe ich letztlich auch mal geguckt, beziehungsweise Links, wo man dann weiterkommt. Okay. Wo dann auch tatsächlich solche Berichte sind und wenn man auch noch vielleicht irgendeine Fremdsprache kann, auch mal gucken, was in anderen Ländern geschrieben wird. Weil das ist auch bei anderen Themen manchmal ganz interessant, wenn bei uns die Medien alle sehr einseitig über ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Land berichten, ist es manchmal ganz interessant, mal zu gucken, was sagt die BBC selbst. Also selbst die BBC, die ist da doch ziemlich gut oder was wird in einem anderen Land, wo ich die Sprache vielleicht noch halbwegs verstehe, dort im Fernsehen gebracht. Mittlerweile kann man das ja auch machen, also übers Internet. Aber ansonsten ist es auch so, es ist ja vorhin gesagt worden, naja, im Fernsehen kommt nichts Gescheites, es kommt aber ab und zu doch etwas Ordentliches im Fernsehen. Mich hast du deinen Fernseher umsonst weggeschmissen. Meist zu irgendwelchen späteren Uhrzeiten. Aber auch da kann man gucken, was da auf entsprechend halbwegs seriösen Kanälen da auch schon mal kommt. Und es ist gerade zum Thema Flüchtlinge erst die Tage, was ARD, was Arte, ich möchte nicht lügen, ich weiß es nicht, weil ich konnte es mir selber nicht anschauen, ich war nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt, kommen auch immer wieder gute Sachen. Man muss dann halt nur danach suchen und man muss gucken. Und es gibt auch natürlich Publikationen, die man sich irgendwo bestellen kann oder wo man nachgucken kann, auch bei entsprechenden NGOs oder dergleichen und selbst, also selbst bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es noch das eine oder andere. Bitte? Refugee Camp hier vom Oranienplatz. Zum Beispiel, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also
da findet man auch was. Man muss nicht aufhören, wenn man die Bild-Zeitung zugeblättert hat. Wollte ich sagen, Leute, also bitte nicht, wenn ihr irgendwie in der Morgenpost oder im Spiegel oder wie dieses ganze, wie diese ganze Einheitspresse heißt, wenn da steht, wir sind so gnädig und nehmen sie auf oder eben auch nicht, bitte informiert euch weiter, was wir in diesen Ländern anrichten und warum die Leute hierher kommen. Die wollen hier nicht herkommen, die würden viel lieber zu Hause bleiben. Ganz genau, und das gilt aber auch für viele andere Themen. Das kann man nur empfehlen. Also wenn man sich wirklich informieren möchte, nicht das Erstbeste glauben, was man hört. Auch nicht, wenn jetzt im Fernsehen zu irgendeinem anderen Thema was gesagt wird. Bitte immer auch nochmal nachgucken. Nicht nur beim Arzt, bitte eine zweite Meinung einholen. Oder beziehungsweise herausfinden, nein, das stimmt doch, was ich da gehört habe. Weil es wird doch sehr viel oft verbreitet, so in den Mainstream-Medien, was dann doch vielleicht hinterfragt werden sollte, gerade auch wenn Zahlen im Spiel sind, das glauben Menschen oft viel zu bereitwillig und zu schnell. Und natürlich nicht jeder hat Zeit, sich über alles so umfassend zu informieren, aber zumindest bei den wichtigsten Sachen oder das, was einen auch schon mal selber betrifft, ist es immer ganz gut, nochmal nachzugucken, nochmal nachzufragen, vielleicht selber nochmal eine Zahl nachzurechnen, damit man sich eben auch nicht in die Irre führen lässt. Und eben auch ganz besonders bei dem Thema Asylpolitik, genau, Flüchtlingshilfe. Unser heutigen Thema. Und wenn man sich auch fragt, was die eine oder andere Partei oder die eine oder andere Person so in der Vergangenheit dazu gesagt hat, gerade das Internet vergisst nichts, im Guten wie im Schlechten nicht. Man kann immer nachgucken, wie hat welche Partei im Bundestag abgestimmt, zu welchen Fragen, das ist alles abrufbar. Und das ist manchmal ganz nützlich und da kann ich nur alle bitten, es auch zu tun. Wir wollen uns doch nicht für dumm verkaufen lassen. So ist es, Leute. Wir haben die Möglichkeit, im Internet zu googeln, wollte ich sagen. Wir haben natürlich auch andere Suchmaschinen. Wir haben die Möglichkeit, im Internet zu recherchieren. Wir haben noch kein zensiertes Internet in Deutschland. Noch können wir es, noch sind bestimmte Seiten hier nicht gesperrt. Und ich würde sagen, das sollten wir nutzen. Nicht nachher schreien, wenn es soweit ist, dann schreien, hier werden bestimmte Seiten gesperrt, sie sind noch nicht gesperrt. Ihr könnt euch also umfassend noch informieren im Netz. Ja, und da kann man nur bitten, es auch zu tun. Genau. Nutzen wir die Möglichkeiten und ja, holen wir uns selber das Wissen auch, damit wir dann eben entsprechend auch handeln können mit dem entsprechenden Wissen und erfahren, woran vielleicht das eine oder andere liegt und was wir auch tun können. Zum Beispiel eben auch, was gibt es für Initiativen, so wie deine zum Beispiel, die steht sicher auch nicht in der Morgenpost oder im Tagesspiegel. Und all diese Dinge, man muss sie aktiv suchen, ist klar, aber es lohnt sich, es zu tun. Ja, und da würde ich jetzt nochmal, weil wir so gerade so ein bisschen in den Schluss reinkommen, mal noch auf den 3. November hinweisen wollen, wo man wieder die Möglichkeit hat, auch direkt sich einzubringen, genau, und den Volksentscheid zur Rückgewinnung sozusagen unserer Grundrechte auf Energie und auf Wasser. Und wenn man sieht, was mit dem Wassertüchter passiert, eben halt, wie sich da auch der Senat sperrt. Und es ist grauenvoll alles irgendwo. Ja, es ist im Moment, ich habe das neulich gesehen in einer Zeitung, dessen Namen ich jetzt gar nicht nennen möchte, dass da von Vattenfall riesengroße Anzeigen geschaltet werden, um die Leute davon abzubringen, mit zu stimmen, dass dass der Strom in Bürgerhand kommt. Die Anzeigen sind so aufgemacht, als ob es redaktionell ist. Also es ist so perfide gemacht, dass und da wird dann von Vattenfall behauptet, also wenn der Strom wieder in Bürgerhand wäre, dann würde hier alles zusammenbrechen. Ich habe gestern irgendwie zufällig im Fernseher rumgeswitcht, da haben sie in unserer Berliner Abendschau, dessen politische Einstellung man ja kennt, haben sie also ein Horrorszenarium dargestellt, was passieren würde, wenn in Berlin der Strom ausfallen würde. Ich habe mir schon gedacht, worauf da hingewiesen werden soll. Also Leute, bitte lasst euch von so einem Wahnsinn nicht beeinflussen.
wir brauchen den Strom wieder zurück in unsere Hand, damit wir den noch bezahlen können. Es sitzen in Berlin schon tausend von Leuten im Dunkeln und im Kalten, weil sie ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Also lasst euch bitte von Vattenfall nicht irgendeinen Wahnsinn erzählen. Die Lichter werden nicht ausgehen, wenn der Strom wieder in Bürgerhand ist. Beziehungsweise sind die Lichter auch mit Vattenfall manchmal ausgegangen. Ich hatte letztlich, als ich gerade mitten in der Arbeit saß, ist um 2 Uhr nachts der Strom ausgefallen für ein paar Stunden. Aber da war Vattenfall dran. Und ansonsten, klar, hingehen, das ist ganz wichtig, damit man das Quorum erreicht. Also nicht sagen, ja, ich bin dafür, aber das werden ja andere schon abstimmen. Nein, genau. Nein, da ist jeder und jede wichtig, dass genügend Leute da sind, wie wir es damals beim Wassertisch auch geschafft haben. Und die Hamburgerinnen und Hamburger haben es geschafft. Ihre Volksabstimmung. Ja. Na, also was die Hamburgerinnen hinkriegen und die Hamburger, das sollten wir in Berlin doch auch schaffen, denke ich. Ich denke auch, und da, Micha, wenn du das Netz offen hast, da vielleicht nochmal einen Link vorlesen, wo man sich Unterlagen bestellen kann. Nee, also der Link ist zu lang, um vorzulesen. Ich habe vor kurzem selber auch gerade bekommen, Newsletter, mit einer Seite, wo man auch die Briefwahl schon beantragen kann. Das meinte ich, ja. Also ihr müsst nicht auf den Sonntag warten, Leute. Ja. Ihr könnt jetzt auch schon, um das mal eben zu sagen, ihr könnt schon in euer Rathaus, wo ihr gemeldet seid, in eurem Bezirk, könnt ihr ab morgen, so wie die Öffnungszeiten haben, könnt ihr da reingehen. Ihr braucht nur einen Personalausweis mitzunehmen und könnt da schon abstimmen. Ja, in manchen Bezirken sogar schon seit ein paar Wochen. Also ja. In Charlottenburg-Wilmersdorf geht es auch schon lange und das ist jeden Tag in der Woche. Die genauen Öffnungszeiten weiß ich nicht, aber zu den üblichen Öffnungszeiten ist das auch möglich. Und wenn man nicht an dem Sonntag kann, dann jetzt hingehen. Und wie gesagt, jede einzelne Stimme zählt. Ja, was sehr interessant ist, ist auch wieder bei dieser Diskussion eben halt, dass man wie beim Grundeinkommen auch mit Ängsten arbeitet. Also der Meinung ist, da würde etwas passieren in Zukunft, was wir aber jetzt eigentlich schon haben. Ja, das ist auch total perfide. Das ist, ja, natürlich ist es perfide. Wo das wieder herkommt, natürlich, so. Natürlich, das kommt von Vattenfall, wo das nee, wieder nicht herkommt. Nur, nicht nur überhaupt, da ist da irgendwas Menschliches ist da wieder mit drin. Passt gerade so schön. Nochmal in Bezug jetzt auf über was ihr gerade sprecht und auf dieses Lichtfestival da am Brandenburger Tor, was jetzt ja gerade da ist, fordere ich nämlich Love Lights für die Refugees. Das schreibe ich immer auf die Schirme jetzt drauf. Love Lights, ja. Für die Flüchtlinge. Also nicht hier Lichtereffekte für uns, damit wir uns dran ergötzen können, wo wir sowieso schon alles haben, sondern für die Menschen, für die Flüchtlinge hier. Ja, wir kommen langsam zum Ende. 7,5 Minuten haben wir noch. Also wir können uns richtig noch ein bisschen Zeit lassen. Kommen aber langsam so raus, merke ich eben halt. Rolf, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du noch so an Terminen anzusagen und überhaupt? Ja, überhaupt so ein paar Sachen anzusagen. Hier geht es ab 20 Uhr, nee, ab 18 Uhr weiter mit MBs Musikzeit, heute wieder auf Rock Radio. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir am Mittwoch ab 20.30 Uhr als Trio Infernale bei Schlag 8 zugange sind. Micha, du bist dabei? Ja. Gut, dann bin ich ja sehr beruhigt. Und die Juliane Bär? Natürlich auch. Auch, du trägst dein Buch vor. Nein, Quatsch, du stellst dein Buch dort vor. Ich stelle mein neues Buch vor. Und als wer kommst du, Micha, als Wendeberater oder als BGE-Papst? Du hattest mich als BGE-Papst, glaube ich, eingeladen, ne? Ja, genau, so dachte ich jetzt auch. Ne? Ging, glaube ich, das Grundeinkommen. Irgendwie wolltest du? Ja, dann komm. Ich kann aber auch mich, ich bin wie ein Chamäleon, wenn du möchtest. Das weiß ich, ja. Wechsel ich da auch. Und dann noch der Hinweis auf Donnerstag ab 13 Uhr der Okabit bei Alex auf 88.4. Da kommen ganz, ganz tolle Gäste. Und am Sonntag in einer Woche gibt es Pommes Rot-Weiß ab 18 Uhr wieder hier auf Rock Radio. Aber wie gesagt, wichtig ist erstmal, dass ihr heute dran bleibt ab 18 Uhr MBs Musikzeit. Das waren meine Ansagen hier. Ja, und dann aber wollen wir nochmal ansagen wieder. Dann in 2 Wochen. Ah ja, 2 Wochen war ja was. Ne? Die Crazy Words. Nochmal die Crazy Words. Sind denn schon Gäste avisiert irgendwie? Oder also Leseratten sozusagen. Lesewillige sind schon da. Also Wolfgang Endler kommt auf jeden Fall. Da ist gerade leider sein Bruder in Amsterdam gestorben. Und ist sehr traurig, will aber auf jeden Fall kommen. Dave kommt auf jeden Fall. Und es kommt auch auf jeden Fall, es kommen die Lautmaler zum Musikmalen. Die Lautmaler kommen, prima. Also wir haben schon musikalische Unterwanderung. musikalische Unterwanderung für die Sendung. Was kann ich tun, wenn ich nicht lesen kann? Dann könnt ihr singen. Nee, Leute, also nochmal ein Aufruf an euch, wenn ihr selbstgeschriebene Texte vorlesen wollt. Wir haben in der ersten Stunde das Crazy Words Team und
von 16 bis 17 Uhr und ab 17 Uhr seid ihr dran hier. Da auch den haben wir halb offen, also die erste Hälfte ist für das Oder sogar Stand nur die erste halbe Stunde, also ihr seid schon ab halb fünf dran und ihr könnt aber natürlich schon hier zum Zuhören ab 16 Uhr kommen und das Ganze wird im Radio übertragen und da sind wir gespannt. In 4 Wochen haben wir wieder den BGE-Papst hier und da geht es bei uns natürlich mal wieder ums Thema Arbeit und da haben wir eine Frau, die in einer sogenannten Gesellschaft arbeitet, genau. Die haben wir da in 4 Wochen. Ja. Und wer ist das? Caroline Wieten heißt sie. Und was ist das für eine Bildungsdings? Das sind ja diese Bildungsgesellschaften, wo das Arbeitsamt einen hinschickt. Und da wollten wir doch mal wissen, wo man beschäftigt wird. So ist es. Was man auch Freiheitsberaubung nennen könnte, aber genau, da wollen wir drüber reden. In 4 Wochen, was ist das überhaupt und wem nutzt das? Ja, okay. Lass uns verabschieden. Wir machen Schluss für heute. Genau. Vielen Dank an unsere Gäste, an Ute Belladonna. Vielen Dank. Und an Marlene Zieschinger von der Partei Die Linke. Vielen Dank auch fürs Kommen und an unsere Gäste hier im Studio. Klaus von Kikema Film Berlin hat das Ganze wieder aufgenommen. Ihr könnt das ab Mittwoch, Donnerstag im BGE-Kanal von YouTube anschauen. Auch mit den entsprechenden Links unten im Bild. Vielen Dank an Micha für die Technik. Vielen Dank an Rolf für die Moderation. Vielen Dank an die Studiogäste und und seid in 2 und in 4 Wochen wieder dabei. Ja. Was im Chat gelaufen ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bin nicht reingekommen im Chat. Ich habe einen neuen Rechner, mit dem ich hier sende und da ist noch nicht alles so richtig eingerichtet. Werde ich Besserung loben und ja, dann sagen wir Tschüss für heute. Tschüss, ja. Leute. Tschüss. Don't you know it? Hey-ya, hey-ya, oh, hey-ya, hey-ya, oh, oh. Ayo, what's wrong? Hey-ya, hey-ya, oh, hey-ya, hey-ya, oh, oh. Ayo, 好久不见. Hey-ya, hey-ya, oh, hey-ya, hey-ya, oh, oh. Ayo, 这个意思是 Hey-ya, 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 oh, hey-ya, hey-ya, oh.